Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Christoph Rasch, ist jetzt ja keine FDP-Wahlkampfveranstaltung hier, aber Sie lassen ja auch wirklich keinen Anlass aus. Man kriegt das ja immer erzählt, wenn man selber nicht da ist. Keine Podiumsdiskussion, also Fakten werden nicht erwähnt, aber das Hauptthema von Christoph Rasch, ob er jetzt beim DGB redet oder bei irgendwelchen Spediteursverbänden gegen die Grünen. Das ist ja eine Masche, die ist auch 2000 vom Möllemann genauso bedient worden, auch faktenfrei. Nee, der Grauschek argumentiert schon inhaltlich. Ja, da geht, nein, da geht jetzt kein Blatt Papier dazwischen. Wir ärgern uns zwar auch manchmal, aber wenn ich zu entscheiden hätte zwischen Rasche und Groschek, dann wüsste ich mich schon klar zu entscheiden, wen ich da als Verkehrsminister oder als verkehrspolitischen Sprecher auch gut fände. Aber jetzt habe ich auch das Wort, Christoph Rasche war ja auch eben dran. Jetzt würde ich gerne zu Herrn Obtendrenk kommen. Man kann ja so eine Rede halten, wie Sie das eben hier gemacht haben. Aber sozusagen jegliche Position zu dieser Frage Bundesautobahn oder Infrastrukturgesellschaft von Seiten der CDU nicht zu erwähnen. Wie sieht die CDU das denn? Und jetzt kommen wir mal eigentlich zu dem, das würde ich jetzt gerne mal ansprechen, was eigentlich gerade gespielt wird, vor allen Dingen in Berlin. Und dafür braucht es auch gar keine FDP, weder im Bundestag noch in der Bundesregierung. Das schafft die Große Koalition schon alleine. Es gab nämlich vom Bundeswirtschaftsminister, jetzt doch einfach mal zuhören, Leute. Es gab vom Bundeswirtschaftsminister an die externe Vergabe eines Gutachtens an Herrn Fratscher vom DEAT. Und der hat vorgelegt ein großes Gutachten zur Infrastrukturfinanzierung. Und der wichtigste Vorschlag war, wir schaffen eine Bundesinfrastrukturgesellschaft, wir privatisieren Bundeseigentum und wir schaffen Anlagemöglichkeiten für Versicherungen und andere große Konzerne, damit die in der Nullzinsphase oder Niedrigzinsphase eine Möglichkeit haben, in Infrastruktur zu finanzieren. Und dafür müssen wir aber den Ländern die Verkehrsinfrastruktur entreißen. Das ist Tenor dieses Fratscher-Berichts oder Fratscher-Kommission. Und die Länderverkehrsminister haben klug gehandelt und haben danach diesen Bericht eben nicht angenommen, sondern haben mit der Bodewig-2-Kommission eine Eigenlinie vorgelegt. So, und jetzt ist Teil dieser Bund-Länder-Einigung, die wir ja grundsätzlich begrüßen, dass die Tür aufgemacht wurde für eine sogenannte Bundesverkehrsgesellschaft. Und ich bin der Ministerpräsidentin sehr dankbar mit dem, was sie eben gesagt hat, dass nämlich die näheren Regelungen, die noch nicht festgelegt sind, also wie das organisiert wird, ist noch nicht in dem Beschluss der Ministerpräsidenten festgelegt. Es ist nur festgelegt, dass eine solche Bundesinfrastrukturgesellschaft kommen soll. Und das können wir auch von grüner Seite oder auch als Landesregierung mittragen. Die Frage ist aber, und das ist eine grundsätzliche Frage der Staatsorientierung, da hätte mich bei der FDP, ist mir das klar, aber bei der CDU würde mich die Meinung mal interessieren, will die CDU den Weg mitgehen, dass wir unsere Verkehrsinfrastruktur, unsere Autobahnen, unsere Bundesstraßen, unsere Landesstraßen, sollen die in Deutschland privatisiert werden und von einer privatrechtlichen Infrastrukturgesellschaft, die privatrechtlich organisiert und von Versicherungskonzernen finanziert wird, dann verwaltet wird? Wir sagen an der Stelle ganz klar Nein. Und da sind wir sehr klar, SPD und Grüne, weil wir meinen, dass Verkehrsplanung auch öffentliche Aufgabe ist und dass wir Parlamente damit befassen wollen, wie die Schwerpunkte gelegt werden wollen. Und wir wollen auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine klare Perspektive haben, und zwar in einer öffentlich-rechtlich organisierten Gesellschaft. Und deswegen haben wir diesen Entschließungsantrag gemacht. Und lieber Christoph Rasche, auch wenn er sich da jetzt gerade unterhält, man kann ja immer auf die Verkehrspolitik der Landesregierung einprügeln oder sie scharf kritisieren, so wie das gemacht wird. Aber zur Wahrheit gehört doch genauso, dass keine Landesregierung vorher so viel Geld für die Sanierung unserer Verkehrsinfrastruktur in die Hand genommen hat wie diese rot-grüne Landesregierung. Das waren in diesem Haushalt 115 Millionen und wir setzen mit dem 2017er Haushalt da noch eins drauf und legen da jetzt noch mal 10 Millionen mindestens zusätzlich drauf. Und das ist doch das, was Sie, auch die Industrie fordert. Sie wollen intakte Verkehrswege, sie wollen intakte Brücken, intakte Straßen. Da geht es doch nicht immer um den Ausbau von irgendeiner Ortsumgehung in Borken oder in Ostwestfalen, sondern es geht darum, dass unsere Straßen, unsere Straßenbahnen, unsere Brücken saniert werden. Und es gibt keine Landesregierung, die so viel Geld dafür in die Hand genommen hat und so viel vernünftige Planung geleistet hat wie diese Landesregierung. Und die FDP und Sie, lieber Herr Rasche, Sie ignorieren das an jeder Stelle und reden einfach falsch Zeugnis bei allen Veranstaltungen, wo Sie auftreten. Sie erzählen da nicht die Wahrheit.
Ja. Es sind 115 Millionen Euro und im letzten schwarz-gelben Haushalt waren es 60. Wir haben das verdoppelt, lieber Herr Rasche und auch liebe CDU. So, die Debatte, das ist nicht völliger Quatsch, das sind die Zahlen, die im Haushalt stehen, da sollte man sich mit beschäftigen. Und im Jahr davor waren es 100 Millionen, das waren auch 40 Millionen mehr als schwarz-gelb. Und diese Rechnerei, die eben gemacht worden ist, was Straßen NRW angeht, Sie haben jedes Jahr 1,8% Stellen abgebaut. Die Vorgabe des Finanzministers waren 1,5%. Und bei Straßen NRW waren es zusätzlich noch mal 0,3. Was haben die Kollegen Becker und Fuchsberger gemacht? Das ist zunächst weitergeführt worden, dann gestoppt worden. Ja, es ist gestoppt worden, ganz genau. Und wir sind der Degis beigetreten danach. Lieber Herr Rasche, Sie können mir doch, eine Zwischenfrage stellen, wenn es nötig ist. Aber nicht immer unterbrechen. Das ist doch einfach nicht fair. So, wir kommen jetzt zum eigentlichen Antrag. Die Debatte, die ansteht in den nächsten Wochen und Monaten, ist die Frage, wie diese Bundesinfrastrukturgesellschaft aufgestellt werden soll. Und wir sagen sehr klar von rot-grüner Seite, sie soll öffentlich-rechtlich organisiert sein. Und wenn der Bund die Straßen sozusagen aus Berlin verwaltet, wobei ich mich immer frage, und deswegen wundere ich mich auch über die Opposition hier, wenn man sich die Bahn beispielsweise anguckt, also DB Netz, oder die Wasser- und Schifffahrtsstraßenverwaltung. Also da, wo in Deutschland Verkehrswege aus Berlin zentral organisiert, gesteuert und geplant werden. Wo sind da sozusagen die Best-Practice-Beispiele, wo man sagen müsste, das soll bei den Straßen in Zukunft auch aus Berlin organisiert werden? Das müsste doch erstmal belegt werden von Ihrer Seite. Gut, also wenn man das jetzt in Zukunft macht, dann gilt für uns ganz klar, es muss eine Garantie geben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine vernünftige Arbeitsplatzperspektive haben. Es muss eine Garantie dafür geben, dass es eine öffentlich-rechtliche Mitsprache auch der Parlamente weiterhin gibt. Und es muss eine öffentlich-rechtliche Organisationsform geben. Das sind die Punkte, die wir mit diesem Entschließungsantrag formulieren. Deswegen haben wir ihn auch gemacht. Und uns würde wirklich brennend interessieren, wie die CDU zu den vorgebrachten Punkten jetzt steht. Geht die CDU mit in Richtung Straßenprivatisierung oder ist für die CDU weiterhin Straßen und Infrastruktur öffentliches Eigentum? Das sollten Sie heute hier nutzen, das noch mal klarzustellen. Dann wäre die Debatte hier wirklich sinnvoll gewesen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.